Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Paragonia. Wir haben die ersten Vorbereitungen in die Wege geleitet oder ja, mehr oder weniger abgeschlossen, wenn man so will, für die nächsten Kämpfe, die wir da zu erwarten haben. Wir haben da ja so einige Gegner zu erwarten, also Diebe und Schemen beispielsweise. Und da hatten wir in der letzten Folge damit begonnen, also hier eine entsprechende Garnison in Auftrag zu geben, einen Wachturm, diverse Kohletagebaustätten entsprechend hier in Auftrag gegeben. Und das läuft schon einigermaßen hier. Ja, Ziel ist es, hier erstmal die Schemen loszuwerden und natürlich die Diebe wären natürlich auch toll, wenn ich die anderen auch loswerden würde. Gucken wir mal. Ziel ist es dass erstmal dazu, dass ich jetzt hier so wenigstens 30, nee, 35 sind es. 35, sag mal schnell, wie heißen sie noch gleich? Kannst mir nicht mehr erkennen. Draufgänger. Hier unterbekomme. Ich krieg da mal so ein paar Leute unter. Und damit die gut können. So, ich sehe hier, wird mir gerade mitgeteilt. Da ist alles so weit. Also wir können hier nichts mehr machen, weil außer Reichweite. Dann würde ich vorschlagen, wir haben hier Waldläufer. Ich habe hier meine Leute. Die können, wie gesagt, nichts mehr machen. Dann brauchen die hier nichts mehr machen. Auch hier das Gleiche. Dann würde ich die Wachen hier zurückziehen wollen. Und würde hier hingehen und sagen, lass uns hier mal nochmal so 10 Waldläufer stationieren, damit die hier, ne, entsprechend so ein bisschen die Sicherheit mit übernehmen können, hier mit patrouillieren können. Für den Fall, dass da Diebe und so weiter angedackelt kommen. Dann kämen die quasi zur Verstärkung der schon vorhandenen Leute mit dazu, sodass hier also der Bereich entsprechend gesichert ist. Hier bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Hier würde ich auch die Wachen abziehen, weil das macht hier keinen Sinn, die irgendwie da weiter zu beschäftigen. Habe ich Soldaten? Moment mal, ich habe ein Militärcamp rumexistieren, das ist aber komplett leer. Ich meine, ich hätte irgendwo. Ich nicht noch ein weiteres Militärcamp? Hier ist eins, ne? Da sind. Ach, da sind zwei Draufgänger dabei. Ich habe aber keinerlei Soldaten irgendwie. Es sei denn. Moment. Kleinen Augenblick. Da sind 15 Soldaten. Gut, ich weiß jetzt nicht, was uns hier erwartet. Da müsste ich dann eventuell mal einen Entdecker hinschicken. Oder auch mehrere. Da hinten ist auf jeden Fall ein Diebeslager. Das ist aber noch ein ziemlicher Weg dahin, bis dahin. Das werde ich nicht von hier aus attackieren. Ich ziehe mal 10 ab. Hier mal 10 ab. Und die würde ich dann, um das Gebiet da so ein bisschen abzusichern, die würde ich dann hier. Waren das jetzt wieder Ransoldaten? Ich glaube ja, ne? Bin wieder so ein Honk. Ich meine, das wären Veteranensoldaten gewesen. Entschuldigung! Ich habe nicht geguckt. Militärcamp. Boing. Bin ich vollkommen von der Rolle. Nee, hier ist aber richtig. Müsste eigentlich. Moment mal. Nee, 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 nee. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht.
Soldaten. Ich meine ja, da sind jetzt 6. Egal. Ich nehme einfach mal mit den Soldaten da rein. Ja. Dann, du bist wieder vollkommen konzentriert bei der Sache hier. Das ist schlimm. So, die nicht, die kann ich mir eh nicht leisten. Veteranensoldaten, let's go. So, dann schauen wir mal. Ansonsten muss ich da halt, ne, wir können ja noch Leute rekrutieren. Ich denke mal, daran soll es nicht scheitern. Oh, der große Eber der Entschlossenheit, der zweite, der ist jetzt auch schon zu über 50% fertiggestellt. Sehr cool. Wie sieht's hier aus? Kann ich sehen lassen. Vielleicht jeweils ein Lager? Wäre das ein Plan? Ich glaube, das wäre ein Plan. Das war so ganz klar. Oh, toll. Kann ich hier nicht hin. Geht das nicht? Hier wird es gehen. Ich kann da auf Stein nichts bauen. Aha. Ist sehr ernüchternd. Kann ich das Ding drehen? In der Richtung macht es aber relativ wenig Sinn. Dann bastel ich das Moped da so hin. So. Und hier soll dann entsprechend. Moment. Wenn ich mich alles kümmern. Eisenerz eingelagert werden. Dann hätte ich vor, hier ein Lager hinzusetzen. Geht das? Das passt wunderbar. Dann das noch ein bisschen gedreht. Ja, so ist doch perfekt. So. Auch Bergwerk. Und das ist dann. So, nee, Moment. Da was läuft das? Seltene Ressourcen? Tatsache. Silbererz. Okay. Und ja genau, das wäre dann die Geschichte und dann bräuchte ich hier noch eins für die Kohle. Her mit der Kohle. Perfekt. So, halt. Da bitteschön und dann hier bitteschön und dann die Kohle. So soll es sein. Das gefällt mir. So, was war hier? Diebe greifen an. Achso, das sind die Kollegen. Gegnerisches Lager entdeckt. Alles klar. Apropos gegnerisches Lager und so weiter und so fort. Ich hatte auch noch eine Geschichte, die ich ganz gerne machen wollte. Wenn das denn geht. Okay, die sind auch am Limit mit dem, was sie machen können. Dann würde ich da natürlich jetzt auch die Leute direkt abziehen wollen. Das macht ja sonst keinen Sinn, die hier noch länger entsprechend hier vor Ort zu haben. Die können weg. Und dann müsste ich weiter vorrücken. Die würde ich ganz gerne hier lassen. Oder sollte ich die Garnison auch auflösen? Fragen über Fragen. Ja, ich würde sagen, kurz entschlossen. Erstmal speichern. Glaube ich in dem Fall nicht verkehrt, wenn ich mal so ein bisschen auf Vorsicht gehe. Und Erkundung und bla bla bla. Dann würde ich hier einen Wachturm hinsetzen. Das müsste ganz gut gehen. Und eventuell auch hier einen hin. So, das sollte auch problematisch sein. Technisch machen wir das immer so. Okay. Und ja, muss ich mal wieder irgendwie da hinten hinkommen. Da gibt es Ressourcen. Machen wir das mal kurz entschlossen so. Hier bei den Nachbarn vorbei. Da ist weiter nichts.
Was vielleicht auch nicht verkehrt wäre bei der ganzen Geschichte. Ich kann auch gar nie so was ganz anderes. Was ich wieder nicht finde. Und mit Sicherheit nicht. Drei. Holz und Stein. Genau, ein Baustellencamp. Ich werde nie verstehen, warum das bei Holz und Stein angegeben, also ne, da untergebracht ist. Egal. Setze ich das? Ich weiß nicht, setze es am besten immer so hin. So, ja. Ja. Die Teile würde ich sogar sagen, können wir uns komplett schenken. Das kann weg. Und auch das Teil kann weg. Behaupte ich einfach mal. So. Hier brauche ich genau entsprechende Wachen. Und dann schauen wir mal. Den Entdecker, wo habe ich den Entdeckerposten? Habe ich den überhaupt noch? Entdecker, wo seid ihr? Da. Einer ist, ach, der ist auch schon so ganz weit vom Schuss. Alle Reichweite drehen, ja, dann hat sich der auch erledigt. Dann kann ich das Ding auch einreißen. Dann würde ich aber, glaube ich, ganz gerne hier einen hinsetzen. Den könnte man dann hier so ja doch jetzt sind da so hin, hier so hinsetzen. So, wenn der denn dann fertig ist, könnte der sich dann hier so ein bisschen umtun, also die Leute, die können sich dann da so ein bisschen umtun. Ach, hier sehe ich schon wieder Diebe. Okay, ach ja, und ich schäme und so weiter. Wie sieht's denn hier aus? Das sieht hier sehr gut aus. Cool. Das ist gut überraschend. Habe ich noch die Möglichkeit, weitere Draufgänger zu rekrutieren? Das sieht hervorragend aus. Dann nehme ich direkt 10. Wenn das so läuft, dann nehme ich direkt 10. Mit der kleinen Wohnung hätte ich viel reißen können. Schneiderei sagt nichts zu tun. Schneiderei irrt sich. Dann, wie sieht das mit den Holzwerkstätten aus? 13. Ja, machst du noch breiten bis auf 16, dann hast du hier alles, was du maximal hier irgendwie einlagern kannst. Die andere Holzwerkstatt ist mit den Dingen, die sie machen sollte, fertig. Ich will mal so auf Verdacht einfach mal so 20 Holzsperre fertigen. Was wir haben wir? Das ist noch eine dritte. Okay. Alles klar. Brauche ich noch irgendwas dringend? So im Bereich Holz. Glaube erstmal nicht. Okay. Sehr schön. Cool. Ja, wenn das mit den Leuten da so gut klappt hier, ne? Mit den Draufgängern, wäre ich fast versucht, auf absolute Nummer sicher zu gehen. Ich setze hier noch einen Wachturm hin, wenn das klappt.
gut, der blockiert dann so ziemlich alles, aber das ist mir egal. Der muss quasi nur temporär hier rum existieren. Der muss hier nicht ewig bleiben. Und dann nehme ich nochmal 10 Draufgänger. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir mit den Leutchen da nicht mal aufräumen. So, einmal zapp, alles weg. Was hier mit den Lager. Oh, die werden sehr gut genutzt, sehe ich gerade. Aber hallo. Oh. Sehr cool. Das gefällt mir. Über der Entschlossenheit ist. Ah, okay. Über der Entschlossenheit ist so über 80% fertiggestellt. Ich wollte mal so 10 von denen Aufgängern. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht es mit den Schmieden aus? Die Waffenschmiede. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, der ist immer noch mit seinen Schwertern da beschäftigt. Wieso kommt der nicht voran? Lager? Wenn er dazu ist. Warte mal, warte mal. Kann ich wahr? Was erzähle ich? Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Veteranensoldaten. Bam. Machen wir mal. Ne, 15. So. Sonst habe ich ja weiter nichts, ne? Holzsperre, okay, aber keine Eisenlanzen. So, sehr gut. Dann habe ich noch ein paar Veteransoldaten für den Fall des Falles. Und dann können die da auch lustig und so ihre Dinge tun. Die Garnison, die kann im Prinzip da auch weg. Da ist eine Holzfällerhütte, die ist aber auch dicht bis zum geht nicht mehr. Da hatte ich ja gesagt, irgendwie. Oha. Oh mein Gott. Ja, die sind beide. Eieieiei. Das kann nicht wahr sein. Ja, Moment. Bei der Gelegenheit. Noch ein Sägewerk? Kriege ich das da unter? Theoretisch ja, das würde ich hinkriegen. Sind den Bauplatz da nicht unnötig? Oder ich mache noch weitere Lager. Ich glaube, das ist sinnvoller, ne? Weil so ein Sägewerk ist ja dann auch irgendwann, ne, die brauchen halt auch, die brauchen ja nicht unendlich irgendwie Holz oder so. Ich habe 2 Sägewerke, damit komme ich in der Regel aus. Man klar, ne, könnte noch ein drittes da hinsetzen, das wäre jetzt nicht das Thema. Aber ich denke mal, mit dem Lager bin ich da besser bedient. Jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass das dermaßen viel Holz hier noch ist. Lager. Dann setze ich das
hier hin. Okay, einmal Holz, Nadel und einmal Holz. Und auch Holz, das gleiche dann hier nochmal im Wechsel. Obwohl es mal so direkt machen. Und das andere. Nein. So. Huh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber das ist jetzt die Zukunftsmusik hier mit der Gegend. Also hier brauche ich nichts, aber hier so wäre ganz gut, wenn ich hier entweder Wachtürme oder Garnisonen hinsetze. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Dinge, 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 die da anstehen werden in der Zukunft und um die wir uns entsprechend kümmern werden müssen. Ab der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir uns auf jeden Fall um die Schemen und anderes Gedöne da, die Diebe und so weiter kümmern können. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir bis dahin in der Lage sein werden, dieses zu tun. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, ne, für euer Begleiten, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Begleitung. Brauche ich sehr, freut mich sehr. Danke auch für eure Abos, die ihr mir hinterlassen habt. Das freut mich auch sehr. Ich bin für jeden Abonnenten natürlich dankbar. Ich bin auch für jedes Liken und Kommentieren dankbar. Vielen lieben Dank für euren Support jeglicher Art. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.